Scheiß Camtasia-Studio, ich habe gerade gemerkt, dass der letzte Part unsynchron war. Ich werde es jetzt so machen, ich werde jetzt nur noch 15 Minuten Parts machen und die dann alle jeweils zusammenschneiden. So kann ich kontrollieren, ob die Parts unsynchron sind und ja, dann dauert es Nachsynchronisieren auch nicht mehr so lange. Also von jetzt an ja, muss ich immer so einen kleinen Break in der bei der Hälfte des Parts machen, aber ist hoffentlich nicht so schlimm für euch. Gut. Wir haben unser Knopfenso noch dabei, das heißt, wir können den Zerschneider hier auch einsetzen. Und jetzt ist hier ein Haus, wie auch in der ersten Generation. Los, muss man dann nochmal durch dieses Haus dadurch, damit man zu diesem Haus hier kommt. Ja, was ist hier? Radweg. Da gibt es den ganzen Weg nur bergab. Okay. Werfen wir einfach mal einen Blick in das Haus rein. Am Ende des Radwegs ist Fuxana City. Das weiß ich schon. Und deswegen habt ihr so ein Haus reingebracht. Ernsthaft jetzt? Na gut. Ja, ich bin ein bisschen neugierig und schau mal nach, was es hier für Pokémon gibt. Slimer. Okay. Schneckmark. Das sind wir ja auch noch nicht begegnet. Was gibt's hier noch? Ibitak. Okay. Auch ein Ibitak. Na gut. Lauter, ja, Pokémon halt, ne? Wer hätte es gedacht? Es hätten ja auch Tiere sein können, ne? So. Gut, jetzt sind wir wieder auf dem Radweg. Hier ist auch ein Gras. Da findet man auch Schneckmax. Na, wahrscheinlich dieselben Pokémon wie vorhin, gerade oben. Ja, hier sind dann ein paar Biker. Ey, du! Bist du aus Yoto? Hey, boah, weißt du das? Du bist gut. Für einen Hohlkopf bist du ziemlich gut. Okay, du hast ein... Na, was hast du? Ein Smogmog? Ja. Okay, Gyarados, benutzt mal Regentanz. Oh, ja. Keine Vergiftung. Ich hasse es. Oh, danke schön. So, Surfer... Da ist die Attacke jetzt stärker, weil wir Regentanz benutzt haben. Ich glaube, das wird One-Hit. Jawoll! Okay, Hannes ist down. Boah, du legst aber los. Na klar. So, hier geht's weiter. Ach ja, surfen kann man hier nicht. Ich kann es euch mal zeigen. Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Wir müssen hier quasi auf unserem Rad verweilen. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Ja, gut. Also wie jeder Kampf, den wir in Kanto und Johto haben, auch. Das waren ja auch quasi ein paar Schnellkämpfe. Oh komm, Smogon, ich hasse dich. Also gut, Regentanz. Blub, blub, blub. Gyarados nimmt gerne ein Schlammbad und Gyarados wird gerne vergiftet. So, Surfer und es wird ein One-Hit. Wird schon langweilig zum Kommentieren. Keine Herausforderungen mehr. So, ein Smogmog. Und nochmal Surfer. Und ich wette, das wird auch wieder ein One-Hit-Kill. Ich schlaf gleich ein, ich schwör's euch. Wenn ich hier nochmal Smogon sehe, dann schlafe ich mit dem Let's Play ein. Magma. Da bin ich sofort wieder hellwach. Okay, Magma ist schwach gegen Wasser, das ist sogar noch besser. One-Hit. Hundertprozentig, was sag ich, tausendprozentig. Ups, du hast ganz schön eine Kraft. Du hast ganz schön Kraft hier. Achso, unser Gyarados. Ja. Heilen wir es schnell mit einer Beere oder sowas.
Achso, wir haben nichts. Na gut, Garados, tut mir leid. Da musst du jetzt durch. So, schauen wir nach, was es hier oben noch gibt. Ob hier noch ein paar Trainer sind. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Ja, ne? Ja, genau. Werd nicht frech. Okay. Fahren wir mal hier nach unten. Hier gibt es bestimmt auch noch ein paar Trainer. Und Garados leidet unter den Auswirkungen des Giftes. Gut. Hier ist noch einer. Oh, das ist ein tolles Fahrrad. Ja, ich weiß. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir das Fahrrad nicht abgeholt haben hätten von dem Radladen. Könnten wir dann nicht fahren? Hier auf dem Radweg? Wahrscheinlich ja, wie in der gelben Edition auch. Aber ich hatte das irgendwie noch nie. Ich habe also das Rad bis jetzt immer abgeholt. So, okay. Garados hat gleich wieder ein Level up bekommen. Nach dem Kampf gegen dieses Magma hat es Level, keine Ahnung, immer noch Level GIF. Oh, okay, okay, Level 45 für Garados, bin irgendwie voll müde, sorry gerade. Aber woran möge es nur liegen, dass ich müde bin, hä? Woran liegt es nur? Also sicher nicht an den langweiligen Pokémon. Ah, du siehst nicht nur cool aus. Okay, ja, hier waren wir gerade. Schauen wir mal nach, was hier oben noch ist. Gegen den haben wir auch schon gekämpft. Okay, dann gibt es hier jetzt nichts mehr. Dann haben wir Fuchsanis ja schon fast erreicht. Das ist ja schön. Gut, das müsste der letzte auf dieser Route sein. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Und auch die schwachen Helden des Radwegs. Oh, Fridolin aus Gronkh, seinem Sims Let's Play. Unglaublich. Das endet also mit Fridolin. Super. Ja, Garados hat durch das Gift ein paar KP verloren, aber trotzdem, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich dieses dieses Magma nicht one-hitten kann. Oh Mann, ich hasse Smogon und Smogmogs. Ab sofort. Langweilig. Und wieder ein One-Hit. Ich glaube, das muss ich gar nicht mehr kommentieren, so langweilig wie das ist. Texo. Also im Ernst, Leute, ich schlafe jetzt echt gleich ein, wenn es so weitergeht. Ich muss mir jetzt irgendwie wach kriegen. Moment, ich schlage mich mal ins Gesicht. Au! Na, vielleicht doch nicht das Beste. Ha! Moment, Backe weh. Au! Ah! Mumm und Krach! So, und hier endet auch schon die Route. Aber hier unten ist noch ein kleiner Abschnitt. Und hier. Oben auch, mit anderen Trainer. Das müssten Vogelfänger sein. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Echt, oder? Nee, was du nicht sagst. Ich dachte, man muss ins Wasser. Okay, Frank. Dodo, was? Ich wette Dodo. Gut, Garados, Surfer. Und ich chill jetzt ein bisschen und schließe meine Augen, weil es so langweilig ist. Ich schlafe es im Let's Play, unglaublich. Was kommt als nächstes? Langweilig, Dodo. Okay, Game Freak. Ist zwar schön, dass ihr so schwache Pokémon einbaut und es gut meint, aber es ist langweilig, wenn man das kommentieren soll. Das ist so, als würde
ein Stadionsprecher irgendwie ein Schachspiel kommentieren. Und er denkt nach. Und der Spieler denkt immer noch nach. Und er hat einen Zug gemacht. Unglaublich. Wir sind sehr begeistert. So ist es hier auch. Es kommen Dodri weg. Dodri weg. Dodu weg. Smogon weg. Was soll ich da noch großartiges kommentieren? Wir haben das Smogon gekillt. Wir haben das Dodri gekillt. Wer hat es gedacht? Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Bismania City. Und was hast du für Luschen? Porenta, oder? Noctu. Level 34, also bitte. Wir haben in diesem Spiel schon gegen den Top 4 gekämpft, die teilweise nur 40er eingesetzt haben. Und dann sind wir in Kanto und dann sehen wir einen Trainer mit nur einem Pokémon mit Level 34. Ist klar, ist klar. Ja, Bodycheck. Das zieht selbst Gyarados nicht mehr so viel ab. So schwach sind die Pokémon inzwischen geworden. Aus Kanto. Das ist nicht mehr feierbar. Ich will stärkere Pokémon haben. Das ist mir zu schwach. Das ist so, als würde Miroslav Klose in einem Fußballspiel spielen, wo nur Anfänger da sind. Ne, so ist es gerade für mich. Und ich bin der Klose, ne, so als Vergleich. Okay, wir haben jetzt Fuxane City erreicht. Hurra, ich bin begeistert. Gut, und jetzt schauen wir uns die Stadt an. Vorher schaue ich aber noch nach, ob der Part synchron ist. Bis gleich. Okay, der Part, der war synchron. Sehr gut. Gut, dann schauen wir uns die Stadt jetzt an. Ich hoffe, das macht mich wieder ein bisschen wach. So, und hier ist die Arena von Fuxane City. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Kap bei Azuria City. Du meinst wohl bei der Nuggetbrücke. Ich habe diese merkwürdigen, langsamen Pokémon auf dem Radweg gesehen. Und auch die schwachen. So, hier ist ein Haus ohne Tür. Hurra. So, das ist hier alles. Was ist das hier? Safone City, Haus des Wärters. Ach, von dem haben wir in der ersten Generation die VM Stärke bekommen. Was ist denn hier jetzt los? Mein Großvater ist der Wärter in der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist, ganz allein. Er hat einfach so diese Safari-Zone verlassen. Gut, sonst ist hier nichts zu finden. Werfen wir einen Blick in das nächste Haus ohne Tür. Super. Mein Pokémon-Instinkt macht sich wieder bemerkbar. Verstecktes Item. Doch nicht. Ja, hier kann man ein paar Pokémon angeln, wenn man gerade Lust drauf hat. Habe ich auch früher mal gemacht, um einen Golking zu bekommen. Hier ist eine Nachricht. Bis auf weiteres bleibt das Büro der Safari-Zone geschlossen. Oh. Einer der Top 4 war früher einmal der Arenaleiter in Fuxane City. Ach, du meinst Koga, ja? Bestimmt. Sieh nur, die rosarote Lieblichkeit. Hier ist gar keiner drin. Sowas. Wir könnten theoretisch mal was klauen. Okay, ja, hier geht's nicht weiter. Kann es sein, dass wir vielleicht Zerschneider brauchen, um da durchzukommen? Bei in der ersten Generation nicht so. Da konnte man ohne Zerschneider durch. Okay, wir brauchen Zerschneider, um durchzukommen. Oh mein Gott, das ist nicht gut. So, Zerschneider einsetzen, jawohl. Zack, und weg ist der Busch. Schade, dass die Safari-Zone geschlossen ist. Das ist schließlich Voxanias Hauptattraktion. Ja, klar, das stimmt. Verunreinigung des Parkes ist verboten. Hinterlasse bitte keinen Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist der Pokémon-Markt. In dieser Stadt lebt auch die Enkelin des Zwärters der Safari-Zone. Ich wollte einen Geschenkartikel in der Safari-Zone kaufen, aber sie ist geschlossen. Oh
Okay, hier war auch früher der Pokémon Zoo. Ich frage mich, wo jetzt der ist. Wahrscheinlich woanders. In Sunnytown. Guck, was Tochter ist jetzt Arenaleiterin, nachdem ihr Vater die dazu 4 beigetreten ist. Okay, das heißt, wir müssen gegen die Tochter von Koga antreten. Sehr interessant. Hoffentlich hat die auch so viel drauf wie ihr Vater. Und hier finden wir eine Brandbeere. Gut, hier war früher die Safari-Zone, aber jetzt hat sie keinen Eingang. Was zum Teufel? Der Wärter ist verreist, deshalb ist die Safari-Zone geschlossen. Was laberst du geschlossen? Hier ist gar keine Tür. Wo ist die Tür? Oh mein Gott. Gut, ist hier irgendwas? Hier ist sonst nichts mehr, okay. Gut, dann haben wir Fuxane City erforscht. Machen wir uns jetzt, gehen wir jetzt in die Arena rein. Und fordern dort die Tochter von Koga heraus. So, die Arena ist hier, aber hier unten geht es ja noch weiter. Schauen wir mal nach, wo es dort lang geht. Sei auf der Hut, wenn du zu den Seeschauminseln schwimmst. Ordnungsamt von Fuxane City. Okay. Der Vulkan auf der Zinnoberinsel ist ausgebrochen. Durch die Eruption wurde die Route 19 durch Felsbrocken zugeschüttet. Ich frage mich, ob die Einwohner der Zinnoberinsel in Sicherheit sind. Was? Die Zinnoberinsel ist tot. Oh Gott, nicht gut. Was ist hier? Es wurden zu lange dauern, diese Felsen zu bewegen. Tut mir leid, die Straße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wenn du zu den Zinnoberinseln möchtest, gehst du von Alabastia gen Süden. Oh, okay. Gut, also hier kommen wir nicht vorbei. Wir müssen anscheinend, ich zeig's euch mal auf der Map. Die Zinnoberinsel, die befindet sich, Moment, die ist, hier ist die. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder gehen wir dadurch, was wir nicht können. Hier ist er blockiert, also wir können diese Route können wir momentan nicht verwenden, weil hier, ja, blockiert ist. Aber wir können immer noch über Alabastia zur Zinnoberinsel gehen, und zwar ist Alabastia hier, und dann gehen wir einfach von Alabastia südlich und kommen dort über Route 21 zur Zinnoberinsel. Das Problem ist, wir müssen erst nach Alabastia kommen, und dadurch um dorthin zu kommen, müssen wir durch den Dicta-Tunnel zu Magaronia City und wie die Stadt auch heißt. Naja, egal, jetzt verquatsche ich mich hier aber wieder. Ich würde sagen, wir gehen in die Arena rein. Pokémon Arena von Fuxane City, Leitung Janina, die giftige Ninja-Meisterin. Ach ja, die Arena hat auch wieder unsichtbare Wände, wie auch in der Game-Edition. Hey, ein Champion Spee! Anu, sieh dich mal um, alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina. Welche davon ist die echte Janina? Oh Gott, da werde ich sehr häufig speichern müssen, weil ich möchte gegen alle Trainer antreten, wenn es geht. Aber eins weiß ich sicher, dass das hier auf jeden Fall nicht die Arena-Leiterin ist. Ich bin Janina! Woher wusstest du, dass ich die echte bin? Auf in den Kampf! Ja genau, verarsch mich ruhig. Nur ein Pokémon. Cindy, so heißt doch die Hauptrolle bei Scary Movie, oder? Die immer auf die Schnauze kriegt. Egal. Surfer. Eoking ist ja ein Gift-Boden-Pokémon. Und da nutze ich jetzt die Bodenschwäche. Quatsch, den Bodentyp. Und greife ihn noch mit Surfer und es wird mal ein Kill. Und Gardos bekommt Level 45. Lernt aber immer noch kein Hyperstrahl. Mist, ich wollte gewinnen. Mit einem Eoking gegen einen Gardos kannst du nicht gewinnen. So, das ist bestimmt auch nicht die Arena-Leiterin. Du kannst Gift darauf nehmen, dass ich Janina bin. Oh, okay. Hallo Janina. Till hat auch wieder nur ein Pokémon. Oh, Golking. Das Gegenstück zu Nidoking. Golking? Habe ich Golking gesagt? Nein, Nidoking meine ich.
das Gegenstück zu Nidoqueen ist Golking. Nidoking, was rede ich? Wie ein Müll. Ich bin noch nicht ganz wach. Natürlich, ich habe gerade nicht gepennt, aber es waren halt langweilige Kämpfe, deswegen bin ich jetzt da. Das habe ich quasi ein bisschen geschlafen. Deswegen bin ich jetzt gerade wieder so verwirrt. Kevin ist verwirrt, er hat sich selbst verletzt, nein. Ja doch, habe ich sogar schon. Meine Verkleidung hat funktioniert. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Acht geben, dass wir die richtige erwischen. Eine von den dreien ist es jetzt. Ich darf nicht die richtige erwischen. Deswegen mache ich ein Safe State, damit ich gegen alle kämpfen kann. Hehehe, ich bin Janina, die Rennleiterin. Bin ich doch nicht. Reingefallen, Blödmann. Also gut, du Göre. Was hast du für Pokémon? Du Flor. Gut, dass unser Gardos eine Eisattacke drauf hat. Und gegen Pflanzen-Pokémon deswegen auch antreten kann. Ah, fast ein Monitkill. Schade. Nein, 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 nein! Ah, ich hasse Paralyse und Verwirrung. Blödes Duflor. Okay, dein nächstes Pokémon, was hast du? Arbok. Ach, schön, auch mal wieder ein Arbok zu sehen. Benutze ich mal da, Nachtara. Oh Mann, das hat eine Level 34. Müsste leichtes Spiel für Nachtara sein. Psychokinese. Der Attack ist sehr effektiv und ich glaube, es wird mal ein Kill. Ja, genau. Gut, das nächste Pokémon. Ein weiteres Duflor. Da greife ich wieder an mit Psychokinese. Und tschüss, Duflor. Gut, das war's auch schon. Gabriele hätten wir auch erledigt. Ich hab dich reingelegt. Ja, schön für dich. Bist du jetzt glücklich? Jetzt hat sie sich ein Lebensziel erfüllt. So, eine von den zwei ist es jetzt. Ich muss jetzt ein Safe State machen. Mal wieder. So. Ich habe das Gefühl, dass die Arena-Leiterin ist. Das heißt, ich kämpfe jetzt mal gegen Nieder. Reingelegt. Ah. Jawohl. Ich wusste, du bist nicht Janina. Was? Wie heißt du? Mechthild. Komischer Name. Ja, Bisasam ist ein Gift-Pokémon. Wer hätte es gedacht? Es ist ein Gift-Pflanze-Pokémon. Kann man daher in die Arena einbauen. Ich frage mich, warum die das nicht in der ersten Generation so gemacht haben. In der ersten Generation, da kamen sogar ein paar Psycho-Pokémon. Unglaublich. Okay. Und Bisasam ist down. Was kommt als nächstes? Dieser Knosp, oder? Ja, natürlich, die hat alle drei Entwicklungen des Pflanzenstarters aus Kanto. Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor. Und Gardos ist paralysiert. Okay, Gardos, greif an mit Eissturm. Jawohl, sehr gut. Ich glaube nicht, dass es ein One-Hit-Kill wird, weil Bisaknosp ist stärker als Bisasam. Ja, genau. Was soll das? Also, ich finde, Lockduft ist eine der unnötigsten Attacken, die es gibt. Na gut, kann man verwenden, um wilde Pokémon anzulocken außerhalb des Kampfes, aber innerhalb des Kampfes würde ich die Attacke nie einsetzen wollen. Außer vielleicht, wenn der Gegner wenn er vielleicht Doppelteam oder sowas eingesetzt hat. Oder Komprimator. Dann würde ich die Attacke vielleicht schon einsetzen. Aber ansonsten, Lockduft nicht zu empfehlen.
Okay, auch Bisa Knoss hätten wir geschlagen. Das letzte von der ist Bisa Flor. Da muss ich gerade was austauschen, weil Bisa Flor ein größerer Gegner ist. Da nehme ich mal X-Bad. Und greife an mit Fliegen. So, Bisa Flor hat nur Level 34. Und jetzt, ja, fliegen und Bisa Flor kriegt auf die Schnauze. Und zwar genau jetzt. Ich glaube, das ist mein Model Kill. Jawohl. Gut, dann heile ich schnell unsere Pokémon und dann kämpfen wir gegen die Arena da drin. Oh, ich habe verloren, du bist kein Schwächling. Sehe ich so aus wie die anderen Trainer von Kanto? Nein. So, okay. Hier geht's lang, dann dort. Dann hier noch unten. Die Mauern kann man ja auf dem Emulator leicht sehen. Auf dem Gameboy, da sieht man die ein bisschen schwieriger, weil der Gameboy ein bisschen dunkler ist als der Emulator. So, okay. Pokémon sind geheilt. Und jetzt kämpfen wir gegen die Arena-Leiterin Janina. Gut, normalerweise baue ich immer so eine kleine Rückblende ein, wenn wir gegen Arena-Leiter oder gegen ältere Trainer kämpfen, gegen die wir schon angetreten sind. Allerdings kämpfen wir zum ersten Mal jetzt gegen Janina, deswegen gibt es jetzt auch keine Rückblende, sondern gehen jetzt direkt in den Kampf rein. Hehehehe, es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mache nur Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin Janina, die Arena-Leiterin von Fuxane City. Und los geht's. Mal schauen, was Koga dir beigebracht hat. Ein X-Bad. Level 36. Okay, greifen wir dieses X-Bad mit Eissturm an. Nehmen wir es, schaffen ihren Vater zu schlagen. Schaffen wir es auch, sie zu schlagen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, Superschaden, nicht gut. Okay, Eissturm nochmal. Und X-Bad. Den ersten Gegner von uns hätten wir geschlagen. Das zweite Pokémon von ihr und Smogmog. Na komm, Smogmog ist kein großer Gegner. Die schafft gerade das auch so. Gut, Regentanz. Nein, Toxin, nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Böse. Aus. Ah, Gardos ist schwer vergiftet. Nicht gut. Surfer. Und ich glaube, das wird ein One-Kill, weil wir ja Regenkanz eingesetzt haben. Außerdem ist da noch Step drauf. Gardos trinkt sich den Zauberwasser. Und allen sonstigen Zeugs noch. Jawohl. Gut, ein weiteres Mok-Mok. Meine Begeisterung hält sich gerade in Grenzen. Und es hat dasselbe Level wie ihr anderes Mok-Mok. Unglaublich. Was kannst du eigentlich? Okay, Gardos kriegt ein Level ab, das ist jetzt Level 46. Nennst du jetzt Hyperstrahl? Immer noch nicht, Ariados. Das Pokémon hat auch Koga. Allerdings ist das von Koga viel stärker. So, das wird ein Molekill. Genau. Und jetzt kommt schon ihr letztes. Ein Omad, oder? Ja, genau. Wie auch ihr Vater. Okay, Omad hat Level 39. Jetzt setzt den Angriffsplus ein, um die Volltrefferquote zu erhöhen. Was ich persönlich völlig unnötig jetzt gerade finde, denn es stirbt jetzt sowieso. Oder? Ja, genau. Gut, war ja kein großer Gegner, jetzt hat die Janina. Du bist recht stark, ein klarer Sieg für dich. Nehmen jetzt den Seelenorden. So, jetzt haben wir den Seelenorden. Den sechsten Orden aus Kanto. Oder ne, den siebten. Ne, den fünften, verdammt. Du bist so stark, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin, ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht.
Und ich weiß auch schon in Pokémon, was wir TM6 beibringen können. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Gut, aber jetzt bringen wir... Oh Mann, meine Stimme verändert sich nicht gut. Dann bringe ich jetzt X-Bad Toxin bei. Alpollo Toxin beizubringen wäre unnötig, denn Alpollo kann ja Hypnose schon als Status-Effekt-Veränderung. So, und ich würde sagen, wir vergessen die Bissattacke. Es kann unser X-Bad zwar keine Geister-Pokémon mehr angreifen, aber da können wir einfach Alpollo oder sonst welche anderen Pokémon einsetzen. Nachtara zum Beispiel geht eigentlich auch. Gut, ja, unser Pokémon hat ein bisschen Schaden bekommen durch die Toxin-Attacke von Janina. Gut, dann heile ich schnell unsere Pokémon. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück nach Orania City, um durch den Mondberg zu gehen. Da gehen wir allerdings nicht mehr zurück durch den Radweg oder benutzen Fliegen, sondern wir gehen jetzt durch die andere Route. Ich zeige sie euch schnell auf der Map. Die ist ziemlich lang, eine der längsten Routen in Kanto. Nämlich diese Route hier. Ziemlich lang eigentlich. Ich hoffe, in der Kristalledition ist sie nicht so lange. Und ich hoffe, wir kommen da rasch durch. Ich möchte das jetzt langsam fertig kriegen. Ja, wir haben ja nicht allzu viel mehr zu tun. Also genießt noch die letzten Parts und dann gehen wir im nächsten Part zurück nach Orania City durch die längste Route Kantos. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!